Und damit herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von ProTrain Perfect 2 und dem Intercity Express 2 in einer einzelnen Traktion, der bald zu zwei Attraktionen wird. Mehr möchte ich hier jetzt aber nicht herausnehmen. Ja, wir fahren von Dortmund nach Hamm. Sifa. Die Zugsicherungssysteme natürlich einmachen, die Bugklappe lassen wir erstmal noch geschlossen. Fenster können wir ein bisschen öffnen, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Dann werden wir den Fahrplan übernehmen, den Ebola-Fahrplan bestätigen und schau an, wir fahren um 11:48 Uhr ab. Ja. Höchste Abfahrtsgeschwindigkeit ist 60 Stundenkilometer. Dieses Szenario würde ich jetzt mal... Na, das ist kein Szenario, ist eine Aufgabe. In PTP2 heißt es Aufgabe. Also, diese Aufgabe hier, Dortmund-Hannover, hat sich ein User gewünscht. Der wollte unbedingt mal sehen, wie so eine Aufgabe aufgebaut ist. Habe ich gesagt, ja, mache ich schon. Hat er gedrängelt, ja, aber dann mach's bitte wirklich. Da habe ich geschrieben, ja, ich mach's wirklich. Und... ja, ich mache es ja gerade auch wirklich, oder? Ihr seht's ja. Und wir fahren jetzt von Dortmund nach Hannover als Intercity Express 547 von Köln-Bonn Flughafen über Dortmund und Hannover nach Berlin-Ostbahnhof. Wer die Strecke kennt, weiß, dass wir in Hamm, Gütersloh, Bielefeld, Minden, Hannover und normalerweise dann auch noch nach Wolfsburg fahren und dann nach Berlin Ostbahnhof, also mit halt, ich glaube, in Berlin Spandau Hauptbahnhof und ja, dann Ostbahnhof Ende. Vorsicht beim Einsteigen, Türen schließen selbsttätig. So, dann fahren wir mal ab. Unser Fahrmotor ist ja hinten, oder genau, es hat unsere Fahrmotoren. Ich glaube, der ICE2 hat zwei Fahrmotoren, zwei fette Dinger da drin. Hinten in der Halblok. Und da wir in PCB Startmodus sind, dürfen wir nicht schneller als 45 km/h fahren. Bis der Startmodus zu Ende ist. Den Startmodus hier kann man nicht, also man kann sich in PTP2 nicht aus dem Startmodus befreien. Leider ist das so. Der wird aber gleich zu Ende sein. So, jetzt beschleunigen wir auf 60 Stundenkilometer. Ihr habt es gesehen, die 85 ist es und bleibt auf der 85. Jetzt werden wir mal auf 60 Stundenkilometer erhöhen. Danach auf 80 und dann schon LZB beginnen. Ja, die LZB beginnt, wenn sie jetzt gleich beginnt. Nur so zur Info, hier fehlen Ansagen. Die hat Wizard vergessen, deswegen leuchtet da ab und zu mal ein roter Punkt. Sollten eigentlich die Ansagen sein, aber irgendwie haben sie die vergessen einzubauen. Für diesen ICE hier. AFB. So, wenn wir den AFB anhaben, jetzt ist gerade die LZB angesprungen. Heißt auf gut Deutsch, die PZB blinkt nicht mehr, also die 85 der PZB blinkt nicht mehr. Und bei der LZB ist gerade noch das Ü mit angesprungen. Davor war ja nur das B an. Und jetzt hält durch den AFB die LZB die Geschwindigkeit. Und auch da wir den AFB anhaben, hier haben wir ja gesagt, jetzt würde eigentlich eine Ansage kommen. Hier kommt so ein wunderschöner roter Punkt, der uns sagen möchte, dass die Ansage nicht existiert. Dass sie nicht im Content Manager, das ist die Datenbank,
von Broadband Perfect 2, dass sie da nicht drin ist. Dass er die nicht finden kann und nicht auf sie zugreifen kann. Ist klar, weil sie nicht drin ist. Ganz normal, das ist halt, ja, ein bisschen traurig. Das macht halt Wizard manchmal solche Fehler. Aber ich sag mal so, kein Simulator ist fehlerfrei. Es gibt sogar Simulatoren, die sind noch schlimmer. Ich will jetzt keinen nennen, aber ich sag nur Baumaschinen. Hier zu linken seht ihr einen abgestellten Intercity Express 1. Und ja. Was soll ich noch groß erzählen? Hier dann DB Regio abgestellte Züge, wie zum Beispiel die Zero oder den Talent, Talente wird die auch gerne genannt, von einem Kumpel von mir, Talente, nennt er die. Und eine 628.4 stand noch da. Talente. PTP2 haben sie es so gemacht. Habe ich ja schon mal in Let's Play von Talent gezeigt, wie blöd der bremst. Also beschleunigen total langsam, bremsen total schnell. Es nervt einfach brutal. Und dann habe ich auch noch von dem Kumpel, der eben den Talent Talente nennt, habe ich auch noch eine wunderschöne Strecke zugeschickt bekommen. Ich habe gesagt, ja, die mache ich gerne weiter. Er hat gesagt, ja, kannst du gerne weitermachen. Die werden wir auch noch zeigen, also die werde ich auch noch zeigen und kommentieren. Da hat das richtig Mühe gegeben und PTP2 sowas hinzubekommen. Ich sag gleich mal im Voraus weg, es ist eine Bergstrecke und sie wird euch umhauen, denn die sind richtig gut raus. Und ihr würdet sagen, ey, wo gibt es die zum Download? Die gibt es nicht zum Download. Da müssen erst nochmal ein paar Fehler, die werde ich auch ansprechen, beseitigt werden. Ich zeige da drin sozusagen nur eine Beta. Und wenn die Vollversion draußen ist, hat auch mein Kumpel eigentlich die Idee gehabt, die hier online zu stellen. Weil sonst war ja der ganze Kram für nix. Ne? Also, bleibt gespannt. Ich werde sie euch zeigen. Die wird euch echt von den Socken hauen. Denn die ist super. Das bekomme ich niemals hin, also schon mit den Bergen und so. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe mich schon mal mit Bergen gefasst. Das Einzige, was ich hinbekomme in PTP2 ist Hügel, durch die ich Tunnel bauen kann, aber keine Berge. Und das, was der hinbekommen hat, das ist schon ein ganz großes Lob. Weil das hat er richtig gut gemacht. So, dass es hier ab und zu mal ruckelt, das sieht an der Performance vom Spiel. Ich habe zwar auch keine Ahnung warum, aber ruckelt halt mal hin und wieder. Ich kann euch gleich mal sagen, wie das abläuft. Also, wir fahren bis Hamm-Westfalen. Dort müssen wir spätestens eintreffen um 12.07 Uhr. Dort kuppeln wir dann den weiteren ICE, der schon drin steht, an. Und mit den ICE, das ist der 557er, mit denen fahren wir dann weiter Richtung Hannover Hauptbahnhof, über Gütersloh, Bielefeld, Minden, Hannover und dann von Hannover aus übernimmt halt wieder dann ein Kollege, der fährt halt dann weiter über Wolfsburg nach Berlin.
Gerade kommt uns ein RI-160 Steuerwagen mit RI-160 angehängten Wagen, logisch, mit einer 146er entgegen. Wenn ihr wollt, können wir die 146er auch mal fahren. Aber nur wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann lasst es. Ah ja, nur so als Info. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Intro kennt, wie ich das gemacht habe. Das habe ich genau hier auf der Strecke zwischen Dortmund und Nordbürge habe ich aufgenommen. Und zwar den RE, wo ich eben mit der 146 gefahren bin. Da habe ich das Video für das Intro aufgenommen, wo der RE hier genau auf diesen Strang, wo wir gerade mit den ICE entlang fahren, vorbeigefahren ist, aber nicht bei der Brücke, sondern es war eher so, ja, ich glaube so hier. Nein, das ist schon wieder eine Brücke. Okay, es war jedenfalls zwischen Kamen und Nordböcke, wo ich dann aufgenommen habe, wo dann der RE vorbeigeflitzt ist. Das Intro könnt ihr natürlich ansehen auf meinem Kanal Nukia5013. Da kommt gleich der IC2-Kollege entgegen, der fährt nach Köln-Bonn Flughafen. So, jetzt kriegen wir bestimmt gleich ein LZB-Ende. Jawohl, das bestätigen wir hier mit TZB frei. Damit wir sehen, aha, wir haben gesehen, LZB endet dort. Wenn wir das nicht machen, nach einer bestimmten Zeit, macht die LZB uns eine Zwangsbremsung. Und dann wird das nicht so richtig schön, weil man dann die Frachter nicht richtig anhalten kann. Ist einfach nicht schön. Bis die LZB zu Ende ist, sollte man eigentlich den Fahrschalter, also das Ding hier, und den AFB auf Außer haben. Sollte, muss man nicht. Und jetzt schaltet sich die PZB wieder mit ein. Man hat es gesehen, zack, LZB ist aus. Können wir die ganze mal beschleunigen. Eigentlich kommt jetzt in den wenigen Minuten erreichen, wir haben. Dort haben sie Anschluss zu den blablabla, was weiß ich, Zügen. Das kommt bei uns nicht, deswegen klicken wir das jetzt einfach mal weg. Wenn ihr das LN12 habt, weil ich habe jetzt halt Eurobahn Volume 1, auf dem nehme ich auf, weil es halt einfach mal performancemäßig flüssiger läuft. Wenn ihr LN12 habt, fehlen bei euch normalerweise nicht die Sounddateien. Weil ich so ein ICE auch schon mal in LN12 gefahren bin und das war eine Ruckparade hoch 10. Und schön war das nicht wirklich, nein. So, in wenigen Minuten erreichen wir Hamm auf Gleis 6. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links, man muss es ja mal gesagt haben. Nicht, dass die Leute dann denken, ey, wo bleibt die Ansage? Ja, die hat Wisser vergessen. Auch wieder weitere Tutorials. Ich habe schon wieder ein Tutorial aufgenommen von der LZB, wie ich die LZB erkläre in TS. Dann wieder ein weiteres Video, wo ich erkläre, wie man eine 110er aufrüstet.
Ja, aber sonst habe ich kaum PTP2 Tutorials. Ich werde aber auch mehr machen wollen. Zum Streckenbau, wie jetzt zum Beispiel jetzt das ganze. Sifa. Zugbeeinflussung. Ja, irgendwie funktioniert die Zugbeeinflussung bei diesem LF6 nicht. Normalerweise bei PTP2 ist es so, dass man halt bei LF6 eine Zugbeeinflussung machen muss, wenn es eine Geschwindigkeit unter 85 km/h anzeigt. Aber das hat Wizard hier zum Glück vergessen. Weil manchmal vergesse ich das auch, dann fühle ich mich wie ein TS 2014. Musst gar nicht auf die LF6 schauen, weil da kriegst du sowieso keine Zugbeeinflussung, außer auf der Seebergbahn. Aber naja, hat mich schon den ein oder anderen Nerv gekostet. Diese blöden PZB-Zwangsbremsungen. Hier in nicht in TS, hier in TD2. Ja, die Anfahrtsgeschwindigkeit auf 10 km/h oder was? Ja, okay, klasse. Das Fenster können wir auch mal zumachen, das hatten wir jetzt die ganze Zeit offen. Naja, prima wegen so ein bisschen im Cockpit, ist nicht so total warm, weil hier sieht es ja richtig heiß aus. Also. Heiß, also warm aus, also so als. Wäre draußen einfach super schönes Wetter. So, in Hamm stehen total viele Züge. Die Sounds, die überlappen sich dann oft. Und PTP2 läuft so, dass es nur Mono-Sounds hat. Und deswegen auch unsere Sounds jetzt zum Teil verschluckt werden. Und, Mann. Und zack. Sind wir dran. Zug abrüsten. In anderen TF einsteigen. Das war's, Leute. Das war das Ankuppeln, ja. So ein wunderschönes Ding ist das gar nicht. Und, so aufregend ist es auch nicht. Man muss halt bloß wissen, wie es geht. Stromabnehmer und Hauptschalter können wir anlassen, da wir ja auch noch den Triebzug brauchen. Ach so, wir fahren mit der Trieblok vor. Wir sind gerade mit. Nee, wir sind gerade schon mit dem Steuerwagen gefahren. Ich dachte gerade. Aber das war die Kameraansicht. So. Dann wieder hier aufrüsten. Ja, den hat der Kollege aber schön verlassen. Schön abgerüstet, ne? Auch Hauptschalter und Stromabnehmer aus. Was für eine Sifa. Schande über ihn. Sifa. Böser Kollege. Hätte er es ja gleich anlassen können. Neben uns fährt gerade ein langer Güterzug aus. Mit einer. Ist das eine 155er? Könnte es sein? Kann sein. Kann sein, dass das eine 155er war. Eine Blechdose. Blechdose. Jawohl. Schauen wir uns doch mal hier Hamm Hauptbahnhof an. Nicht Hauptbahnhof, oh Gott, ich sag immer. Ich meine Hamm Westfalen. Ich denke immer, weil Hamm so groß ist, sage ich immer Hamm Hauptbahnhof. Ist ja gar kein Hauptbahnhof. Neben uns steht gerade die Eurobahn. Wo fährst denn du hin, Eurobahn? RE13 nach. Venlo. 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 Sorry. Venlo. Ich habe ja auch Soest falsch ausgesprochen. Ich habe ja immer Soest gesagt und dann alle. Das heißt Soest, du Depp. Nicht Soest. Ja, es wird halt so geschrieben, ne? Dann habe ich es halt so ausgesprochen. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. Konnte ich ja nichts für.
Ich komme ja nicht von hier. Wir sollten den Ebola-Fahrplan hier mal aktualisieren. Der nächste Fahrplan. Zack. Und wir haben Anzeigen. Anzeigen. Jetzt mal schon Ansagen mit Anzeigen. Ja, ja, ja. Kombi. Anzeigen. Kommt dann raus. Also, jetzt haben wir hier die Anzeigen. Von Köln Hauptbahnhof kam der Zug. Und der fährt weiter bis nach Berlin-Ost mit unserem Zug, den wir gerade gefahren sind, der von Köln-Bonn-Flughafen kommt, der da hinten steht, den wir jetzt nicht mehr sehen. Doch, wir sehen den Steuerwagen. Wir können sogar in den reinschauen. Was für schlimme Texturen. Gleich wieder raus. Ja. Schmeißen wir uns doch einfach mal wieder ins Cockpit und warten ab.